mitten aus dem Schwarzwald. Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Kai Riesinger. Live-Musik kommt von Lotte. Und hier ist der Mann, der alle Weihnachtsplätzchen für dieses Jahr schon gebacken hat. Hier ist Pierre M. Krause! Unsere treuen musikalischen Begleitern. Herzlich willkommen zur 577. Show. Ist ja unglaublich. Ich mache diese Sendung jetzt seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren gibt es diese Show. Das heißt, sie ist immer noch nicht volljährig. Ne? Manche sagen, man sieht's. Wir wissen sonst nicht, was das bedeutet. Was wir wissen ist, der Wender findet sie geil. Ist er hier? Das war sein Lachen, glaube ich, gerade. Es gibt Kritiker, die sagen, das Fernsehen würde dazu neigen, immer infantiler, also kindischer zu werden. Und das ist eine Sache, dem entgegne ich ganz klar mit einem entschiedenen. Stimmt gar nicht. Aber es sehen auch Fernsehmacher inzwischen so, weil damit ist Erfolg zu machen, ja? Sendungen, in denen Fangen gespielt wird, erhalten heutzutage Grimme-Preise. Also versucht man weiterhin, diese kindliche Spielfreude in die Glotze zu transferieren. Weil was für Kinder gut ist, das kann schließlich für Erwachsene nicht schlecht sein. So, ich erkläre mal kurz, wie das ist, bevor so eine Sendung on air geht. Also noch bevor diese Sendung gesendet wird, kommt sie in eine sogenannte Marktforschung. In dieser Marktforschung wird dann normalerweise alles kaputt formatiert und platt gemacht, was irgendwie originell oder anspruchsvoll ist. Und dann am Ende wird dann ein Quiz mit Kerner oder Pilawa gesendet. So geht Fernsehen. Ja. Und ich habe mir gedacht, das will ich mal live erleben. Ich war mal an so einer Marktforschungsgruppe dabei, zum Testen neuer Fernsehspielshow-Formate. Und ich war nicht alleine dort. Die großartige Kollegin und eine, die fürs Fernsehen eigentlich viel zu talentiert ist, Tané, war mit mir in dieser Forschungsgruppe. Sie war auch Forschungsobjekt. Und die Frage war, welches Kinderspiel taugt zur Fernsehshow? Hier sehen Sie, was aus diesem Workshop geworden ist. Ja, Tané, vielen Dank, dass du da mitmachst jetzt. Ne? Sehr gerne. Das ist natürlich auch ein ernstes Anliegen. Ne? Es ist ein ernstes Anliegen und es kann natürlich auch deine Chance erhöhen, dass du in dem Cast von der jeweiligen Show, die wir gerade sozusagen testen, auch mit dabei bist. Ne? Das wäre so schön. Affe, bitte hör. Gott, werde ich das bereuen. Prost. Prösterchen. Super. Es fängt langsam an, Spaß zu machen. Das ist super. Das ist Fernsehen, Leute. Das ist gutes Fernsehen. Da wir ja so 47 Spiele vorbereitet haben. Ja, sehr gut. Fangt doch vielleicht mal an. Oder wir nehmen das nächste. Wir haben das abgehakt. Das sehr ist gut, abgehakt. Ja, nächstes Spiel. Ja. Privatfernsehen, ProSieben, trifft schon ganz gut. Ich finde, es ist eher RTL. Da wird es dann halt darum gehen, dass ihr nacheinander alle Klötze reinhaut. Und aber wer schneller ist, warum? Gewinnt die Show. Also, warum? Du stellst Sinnfragen, das darfst du nicht machen. Ich finde, ja, bei so einem Spiel müssen wir auch darauf achten, dass wir die richtige Message senden und dass wir auch uns mal ein bisschen reinhauen. Absolut. So. Wie geht denn das Spiel jetzt eigentlich? Ja, ihr habt Hammer und müsst das da reinhauen. ProSieben. Das wäre das große Promi-Glibber-Klatsch-Spiel. Show. Ja, das moderiert Hugo Egon Balder. Das sehe ich jetzt schon. Spielen wir dann jetzt sehe ich die Monster schon doppelt. Bam! Daneben. Vielleicht kann man das auch mit Politikern machen. Politiker klatschen. Dass sie den Bürger spüren. Zack. Das ist super. So, Scheißidee Spahn. Zack. Und die Krankenschwester aus Zwickau und darf Jens Spahn mit so einer übergroßen, mega Glibberhand. Klatsche. Einfach mal. Schreib das auf. Ist das ein Imkerspiel? Imkerbause moderiert die Sendung. Da haben wir es doch schon. Ja. Verstehen Sie? Ja. Imkerbause. Pierre, ich liebe deine Rüssel. Er ist so groß. Er ist so groß. Ich bin total fasziniert davon, dass du überhaupt weißt, was du da tust. Was ist das denn überhaupt? Was machen wir denn überhaupt? Naja, ganz früher, Pierre. Du weißt es nicht. In einem früheren Leben konnte ich das mal. Das war. Keep it.
Ach, das ist aber schön. Ich habe zwei. Aber er steht immer noch. Ist ja. Schön. Vor allem, das heißt ja Elefant. Das ist ein Wortspiel mit Fun. Oh, der Elefantfreitag. Sat 1. Elefantfreitag. Perfekt. Wir hätten gerne eine Flasche roten Merlot. Also Merlot ist ja rot. Wir hätten gerne eine Flasche roten Merlot. Ich hätte gerne ein gelbes Bier. Ihr deckt nacheinander eine Karte auf. Ja. Jeweils. Und wenn ein Schwein kommt, muss man buzzern. Nächstes Jahr Kochsendung. Das ist, ich glaube auch. Also ohne Scheiß, das wäre ehrlich gesagt was für den österreichischen Bereich. Eine Kochshow ist immer was. Vielleicht machen wir es auch so. Das Gleiche, das Schwein, was wir haben, das passen wir. Und gleichzeitig kriegt es einen Bolzenschuss. Und dann wird es direkt verarbeitet. Und dann großer, ruf beim ORF an. Und dann trinkt man noch einen kurzen. Verstehen Sie? Wegen Sebastian Kurz. Alter! Check this. Ey, yo, motherfucker, you have to inform me with that shit with the pig, yo. Okay, the fuck, let's man? Do that right. Oh, you think you're funny, huh? Think you're fucking funny? Or what, what, what? You think you're funny now? Fuck, ich hab wirklich Angst vor dir. Also ich könnte uns darauf einigen, dass diese Show Katja Burkhardt moderiert. Die Superwende mit dem Netz. Ja. Es ist eh gut, dass wir was, dass wir mehr mit dem Netz machen. Hat man uns immer gesagt beim SWR, wir müssen mehr mit dem Netz machen. Muss ich das jetzt fangen mit meinem... Warte mal, wer gewinnt wo? Was passiert hier? Ah, mein Gott! Ich hab Angst! Ich seh nichts mehr, ich seh nichts mehr! Achso, warte, ich treffe! Bleib stehen! Ich bleib stehen! Nein! Nein, nein, nein! Wer kriegt die Punkte? Ist das ein Deathmatch oder ein Koop? Deathmatch Koop. Aber wir sind im Team. Was laberst du da? Ich verstehe gar nichts davon. Du musst die fangen. Ich muss die fangen. Wow. Nee, wirklich jetzt? Ach, das ist so. Aber mal eine crazy Info. Oh, ich schwöre, ich verstehe das Spiel nicht, bitte. Was geht bei dir? Prost, ich wollte. Ja. Ich habe keine Ahnung. Hm? Das Ding ist, wir müssen jetzt die Dinger hier reinstecken. Oh. Wir stecken so lange rein, bis es platzt. Genau. Oh, ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich bin jetzt schon raus, ne? Eins, zwei. Oh, ich habe schon keinen Bock mehr. Oh Gott, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Das ist schrecklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist sie 33. Oh mein Gott. Ich habe gewonnen. Nee. Ist der einfach so geplatzt? Ja, natürlich. Digga, ich stand hier! Weil es müsste um irgendeinen absurd hohen Geldbetrag gehen. Und bei wem es platzt, der kriegt dann, weiß ich nicht, 5 Millionen oder so. Weißt du, was das Blöde daran ist? Es platzt ja so oder so. Eigentlich muss es dabei sein, dass irgendeiner der, der Leute, die mitmachen, stirbt. Weißt du? Das gab's noch nicht. Nee, weil das wäre schön, weil dann würde sich das halt auch lohnen. Okay, das heißt, es ist menschenverachtend und es geht um sehr viel Geld. Wir brauchen Carsten Marschmeier. Die 10 Milliarden Euro Show, powered by Carsten Marschmeier. Und einer stirbt. So, das ist ein Hit. Geil. Ist ein Hit. Unser neues Format. Auf mein Schnurrbart. Tane! Und yeah, und yeah, und yeah! Gute Laune und viel Spaß! Und am Ende stirbt einer. Vielen Dank, Tane! Herzliche Grüße von hier übrigens. Tane unterwegs mit Wolverine. Hervorragendes Comedy-Programm. Gehen Sie dahin. Meine Gäste heute sind Kai Wiesinger, Musik kommt von Lotte und Sie spielen fair und live. Unsere Showbands, treuen musikalischen Begleiter für viele Jahre hinweg. Es ist mir immer noch eine Ehre, auch heute in dieser 577. Ausgabe dieser Show mit euch zusammenzuarbeiten. So, jetzt freue ich mich wirklich sehr auf einen Gast, der
zum ersten Mal heute bei uns ist. Ja, auch das gibt es noch. Er ist ein erfolgreicher Schauspieler, Synchronsprecher und Regisseur und Produzent. Er hat die erste Internet-Sitcom ins Leben gerufen, die bereits sehr erfolgreich in der 5. Staffel bei Amazon Prime Video läuft. Der Lack ist ab heißt die Serie, sehr empfehlenswert übrigens. Und der Lack ist ab ist auch der Titel oder sozusagen das Thema seines veröffentlichten Buches. Es geht sozusagen um das Leben in der Mitte desselben. Darüber schreibt er höchst unterhaltsam und da wird er uns jetzt sicherlich auch ein paar Tipps geben, wie wir auf die Frage, war's das schon oder kommt da noch was, korrekt antworten können. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hier ist Kai Wiesinger! Sehr nett. Sehr, sehr nett. Ich habe ein bisschen versucht, doch mal so moderativ die Kurve zu bekommen. Wieso? Aber es hat geklappt. Es ist, ich habe es gerade gesagt, Schauspieler, Regisseur, Produzent, du machst sehr viel. Man könnte denken, na gut, der Mann darf sich Allüren erlauben. Ich muss dir das kurz sagen. Wir hatten vor 2-3 Wochen, waren Heiko und Roman Lochmann, die Lochis, bei uns zu Gast. Ich habe gerade ihren Vater gespielt. Genau, du hast nämlich in ihrem Kinofilm mitgespielt. Ja. Und dann habe ich die gefragt, ey, der Kai Wiesinger kommt bald. Habt ihr vielleicht was, eine Macke oder irgendwie eine Geschichte vom Set? So. Und dann waren die ganz süß und haben rumtelefoniert und so. Und es kam am Ende raus, es gibt nichts über dich zu erzählen, das irgendwie... Ja. Irgendwie, du hast keine Macken, keine Allüren. Wie geht das? Bist du vielleicht einfach langweilig? Ja, ich bin einfach stinklangweilig und verbringe meinen ganzen Tag einfach so in der Langeweile. Aber wenn man so lange wie du erfolgreich Schauspieler ist, eignet man sich ja nicht mal auch mal was an, dass man sagt, also hier, ich möchte aber... Also ich fand ehrlich gesagt von Anfang an, als ich angefangen habe, mein erster Schauspiellehrer, Günther Kütemeier, hat mich so wahnsinnig beeindruckt, weil der war einer der tollsten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Und der hatte eine normale Familie, war nicht dauernd besoffen. Und das fand ich immer so großartig, wenn jemand wirklich große Kunst machen kann und trotzdem ein Leben führt, was lebenswert ist, auch abseits der Bühne. Und dass es sich nicht nur darum dreht, dass man auf dem roten Teppich ist oder irgendwie dreht und aus sich herausgeht, sondern dass man einfach echt auch ein Leben hat. Das finde ich, für viele Künstler bleibt das oft auf der Strecke. Wann hast du gemerkt, dass das ist, was du machen willst? Mit 14, glaube ich. Ja, was war der Moment? Der Moment war, ich saß im Deutschunterricht und der Deutschlehrer erzählte von der Uraufführung von Schillers Räubern und dass das für die Menschen so eine große Wirkung hat. Dass sie plötzlich auf neue Gedanken kamen, wie sie ihr Leben anders waren, wie sie sich in der Welt anders wahrnehmen können. Und das hat mich so fasziniert, dass ich an dem Tag entschieden habe, ich werde Schauspieler, obwohl ich noch nie im Theater war. Hatte nur einmal Heidi gesehen und Heidi war größer als der Almöhi und dementsprechend war es eine frustrierende Vorstellung. Aber das hat für mich so eine Auswirkung gehabt, dass ich gedacht habe, wenn man das schafft, dass man etwas darstellt, was das Weltbild von Menschen verändern kann. Das fand ich ganz, ganz toll. Absolut. Und am Ende ist es ja auch, man gibt Menschen was mit, man unterhält sie, man macht sie im besten Fall auch glücklich oder klüger. Ja, Unterhaltung finde ich ja was ganz, ganz Wichtiges. Deswegen, ich liebe Komödien im Moment gerade ganz besonders, wo die Welt ja eigentlich erstickt in permanenten Nachrichten, die auch selten erfreulich sind. Und ich glaube, dieses Menschen zum Lachen zu bringen und diese Normalität, was wir mit der Serie Der Lack ist ab einfach ja auch schon gemacht haben. Ich wollte einfach was nicht darum geht, immer nur lean forward, wir müssen unbedingt spannen und wer war es und was weiß ich wie, sondern einfach auch mal wieder darüber zu lachen, in was für einer Situation wir uns so, wie wir uns entwickeln. Und das Gute ist immer, man muss davon erzählen, was man kennt. Und das tust du in der Serie und das tust du auch im Buch. Der Lack ist ab ist sozusagen die logische, konsequente Fortführung dieser Serie. Es geht um, ist es richtig, den Begriff Midlife-Crisis zu benennen? Oder, ja, der ist immer so negativ. Ich glaube, es geht darum, also ich habe das Buch geschrieben, was ich halt gern zum 40. Geburtstag oder 45. geschenkt bekommen hätte, weil es eben diese ganzen Themen behandelt, die einen mit 40 überrollen, von denen man mit 20 noch nichts gehört hat, ohne dass es deswegen eine Krise sein muss. Es ist einfach, es gibt ja dann im Laufe des Lebens, wenn man so ins Publikum guckt, das ist schon relativ jung auch, aber viele, die so in dem Alter sind wie ich, die merken, sie können ihr Handy nicht mehr scharf, also kriegen das nicht mehr scharf, vertippen sich permanent, die Autokorrektur macht Sachen, die sie nicht mehr mitbekommen, weil sie es auch nicht lesen können. Dann verschickt man kryptische Nachrichten an die Kinder, die schreiben Fragezeichen zurück, das sehe ich auch nur unscharf. Und so ist diese ganze Kommunikation im Eimer. Deswegen trage ich inzwischen, ich habe sie nicht immer auf, aber immer meine Lesebrille. Weil ich kann sonst einfach nicht mehr wirklich in der Welt interagieren. Das Schlimme ist, ich bin jetzt auch in diesem Alter, wo ich die Sätze sage, wie die Zeit vergeht so schnell. Ja. Sie vergeht auch so wahnsinnig schnell. Aber ich möchte schon ein bisschen mir den, wie soll ich sagen, das bewahren, dass ich auch äußerlich gerne alt werden darf. So. Ja genau, da muss man hinkommen. Ja. Aber das weiß ich noch nicht, wie das geht. Also ich glaube, das wäre das, also ich war neulich in einer Vernissage von einem ganz, ganz tollen Hamburger Fotografen, Walter Scheels heißt er, und der stellte die Frage in der Vernissage, wie alt muss man eigentlich werden, um mit seinem eigenen Gesicht zufrieden zu sein?
Und das finde ich so richtig. Weil wir rennen ja alle, alle versuchen immer zu grinsen. Ich finde am schlimmsten diese Handyfotos, wo die Leute Selfies von sich machen. Die sturkeln so durch die Stadt. Dann sehen sie was Schönes, dann machen sie so ein grinsendes Selfie. Und dann gehen sie wieder so weiter. Absolut. Und schicken das Bild nach Hause und sagen, ey, dann hatte ich so einen Spaß, in echt war nüscht. So, genau, ja? Das ist und es das aber. Das finde ich genau. Horror. Man muss doch diese Ehrlichkeit, mir geht es in dem ganzen Buch überhaupt nicht darum zu sagen, das war, es ist irgendwie doof. Ja. Sondern es geht darum, lasst uns doch ehrlich sagen, wir sind alt, wir färben uns die Haare, wir kriegen eine Wampe, wir schneiden uns aber auch die Fingernägel, wir machen Warzen weg, wie gehen wir miteinander um? Und einfach alles das als normalen Bestandteil des Lebens, so geht das nun mal, von der Wiege bis zur Bahre, das geht so durch. Man kann nicht so tun, als ob es immer nur bergauf geht und es ist aber danach nicht unbedingt schlecht. Wie geht's dir denn jetzt? Es ist ja auch ein bisschen eine Erkenntnis. Ne? Das hat ja schon fast so ein Mantra, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt... Also man ist froh, wenn nicht mehrere Sachen wehtun, finde ich. Also ich habe einen gerissenen Meniskus, deswegen kann ich nicht mehr joggen, deswegen muss ich schwimmen gehen. Alles ist irgendwie so Sachen. Ich merke, dass ich manchmal setze ich mich so hin und dann denke ich, so hat sich immer mein Vater hingesetzt. Ja. Jetzt bin ich das. Ja? Und all das, das finde ich eigentlich ganz nervig. Und ich habe noch nicht so das entdeckt, wo ich sage, ey, das ist richtig toll am Älterwerden. Das habe ich noch nicht. Wirklich nicht? Nö. Was findest du denn toll? Ich finde doch, dass es schon eine gewisse Gelassenheit mit sich bringt. Und ja, aber das ist, ja, aber es ist nur eine Birne. Also aber das ist das Wichtigste. Einzige Chance ist ja... Aber das ist das Wichtigste. Ja, hiervon geht alles aus. Das Einzige ist hier drin. Alles andere bröselt vor sich hin. Du kannst ja nur versuchen... Du machst mir echt Mut. Nein, aber ich glaube, die einzige Chance ist, schlauer zu werden. Also das ist ein geistiges... die geistige Chance und das auch weiterzugeben. Aber ich glaube, körperlich muss man sich, man darf sich einfach nicht mehr vergleichen. Das ist furchtbar, finde ich. Wenn ich vom Schwimmen komme, unter der Dusche und dann stehen da so 20-Jährige und dann guckst du, sagst du, der ist genauso lange geschwommen wie ich jetzt. Ja. Wie sieht der aus und wie sehe ich aus? Das darf man nicht mehr, sondern man muss nach links gucken, wo der Opa, der gleich zur Aquagymnastik geht, steht. Und muss ich sagen, gegen den? Sehe ich aber sehr gut aus. Hammer. Ja. So, das ist sonst sehr gute Strategie. Ja. Das ist auch was ich immer machen wollte. Ich wollte immer, dass hier immer hässliche Gäste sitzen, damit ich gut aussehe. Nein, im Gegenteil. Das heute ist wieder ganz schrecklich. Das ist natürlich was anderes. Ne? Ich hatte natürlich, du bist natürlich ein attraktiver, gut aussehender Mann. Ich war lange in der Maske gerade. Ja, nein, aber nein, das stimmt. So. Und bei mir hat das nie so eine Rolle gespielt. Ich musste immer durch andere Sachen kompensieren. Deswegen hat mein Äußeres nie diese Rolle gespielt. Vielleicht liegt es auch daran, dass mir das nicht so wichtig ist. Kann das sein? Das ist doch toll. Aber dann ist man ja schon ganz weit vorne, glaube ich, wenn einem das nicht wichtig ist. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, sich zu vergleichen. Deswegen ist ja diese ganze Social Media so eine Katastrophe, dass die sich alle vergleichen. Und immer denken, die anderen haben alle, also ich kenne tausend Schauspieler, die sagen, alle anderen haben immer Hammerjobs, nur ich gerade nicht. Ich kenne Schülerinnen, die sagen, allen wird immer geantwortet, wenn sie fragen, hast du Mathe schon gemacht, kriegen alle Antworten. Nur die Töchter kriegen sie es nicht. In unserer Gruppe hat kein. So, und immerzu ist irgendwas schlechter. Absolut richtig, aber das ist sehr, sehr gut. Das ist auch ein Tipp für unsere heute vielen jungen Leute hier. Diese ganzen jungen Menschen. Aufhören mit dem Vergleichen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich würde gerne ein Spiel mit dir ausprobieren. Das ist ein kleines Experiment. Ich hatte eigentlich vor, mit dir ein Erkennungsspiel von Filmmelodien zu spielen, aber das war uns dann irgendwie zu einfach. Und einfach, das sollen mal die anderen machen. Ich habe mir überlegt, Mensch, wir verkomplizieren dieses Spiel, weil sonst kommst du ja sofort drauf und machst viele Punkte. Ein Praktikant, der gerade ein studienbezogenes Praktikum bei uns im Team macht, Jens Furtwängler, kann nicht Blockflöte spielen. Und da dachte ich, Mensch, dann lern's doch. Du hast eine Woche Zeit, Blockflöte zu spielen. Und danach spielst du uns hier Filmmelodien vor und wir erraten sie. Ist wirklich so. Also er hat keine Ahnung von diesem Musikinstrument. Er hat ein kleines Videotagebuch gemacht, um zu dokumentieren, wie fortgeschritten er in sein Blockflötenspiel gekommen ist. Ich bin selbst sehr gespannt. Jens hatte eine Woche Zeit. Hier ist ein kurzes Tagebuch. Leute, super Spielidee. Kann einer von euch Flöte spielen? Ja. Nein. Jens, du hast eine Woche lang Zeit, um Flöte spielen zu lernen. Ab jetzt. Machst du dein Projekt. It's not unusual, it happens every day. No matter.
Damen und Herren, hier kommt sein großer Auftritt. Hier ist er mit einer mega Flöten-Performance. Hier ist Jens Furtwängler! Sehr gut aus. Also, Jens, bist du aufgeregt? Gar nicht. Okay, du spielst uns jetzt Filmmelodien vor. Wer zuerst glaubt, es zu wissen, drückt den Buzzer. Und wer es richtig hat, bekommt den Punkt. Gut. Bist du bereit, Jens? Okay, es kann losgehen. Jens, geht's dir gut? Ja. Kein Schlaganfall. Fangen doch noch mal an. Fangen doch mal von vorne an. Wir sind da an was Großem dran. Das kenne ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen. Ist der schon raus, der Film? Ja. Sehr gut. Aber also ein Rap auf einer Flöte zu spielen ist natürlich. Also wenn man es weiß, wenn man es weiß, Hammer. Super gut. Eben habe ich gedacht. Nicht vorgesagt, nein, nein. Titanic. Nein. Ha! Wer hat das gesagt? Du hast gesagt Titanic. Sogar ich hab's gehört. Herr der Ringe hat er gesagt. Was hast du dir gesagt? Ja. Es war Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe, meine ich ja, meinte ich. Meinte ich doch. Herr der Ringe habe ich gemeint. Ich dachte, ich bin ganz nonchalant, ich lasse den Punkt gelten für Kai. Wirklich? Nee, wir ziehen das jetzt weiter durch. Ist das denn ein Joker? Ist gar kein Joker-Publikum, oder? Es ist kein Joker-Publikum. Das sind ganz einfache Leute. Das sind ganz einfache Leute, die haben ja von der Straße in Hauen Eberschein auf den Bus rein. Das gibt's doch gar nicht. Bus abgeschlossen und geschoben. Das gibt's doch nicht. Mir wurde gesagt, auf die kann man sich verlassen. Ja, mir auch. Ja, gut. So, jetzt aber. Jetzt wenn ich jetzt keinen Punkt kriege. Du kriegst einen Punkt. Was ist es? Der Anfang ist ja, da wusste man es. Jurassic Park? Ja. Nein! Ja! Also, du bist echt. Ja! Oh, tut mir leid! Das war auch fantastisch gespielt. Der Anfang war super. Das war super gespielt und ich wusste es nicht. Super, wir spielen weiter, komm. Ich bin bereit. Ich bin immer bereit. Ja. Komm. Es klingt, als würdest du mit der Flöte eine Frage stellen. Jetzt. Ich weiß auch nicht. Komm, ich klänke dir. Mission Impossible! Yeah. Alter, bist du dabei? Ja, ich gucke mir Fußball. Dann spiel doch mal was von der Sportschau. Aber toll. Ich glaube, das wird nichts mehr sein. Aber wir machen noch eins. Der nächste Punkt ist der goldene Schuss. Hast du gesagt Mission Impossible? Was?
Mach nochmal, mach mal den Schluss nochmal oder das Ganze. Oh Gott! Oh mein Gott! Ghostbusters? Ist es Ghostbusters? Wir drücken beide. Ghostbusters! Ja! Unentschieden! Ein riesen Kompliment jetzt! Ganz, ganz großartig! Ganz, ganz großartig! Sofa, komm, wir gehen mal aufs Sofa. Nimm Platz. Ach so, hoch. Ein wunderbares Unentschieden. Klar, nimm Platz. Vielen herzlichen Dank nochmal an unseren Praktikanten Jens, der in einer Woche Flöten spielen will. Unglaublich. Hat. Und ich glaube, jeder glaubt das jetzt auch, dass das kein Fake war. Vielen Dank an Kai Wiesinger, der übrigens dieses wunderbare Buch Der Lack ist abgeschrieben hat. Und natürlich auch die Serie Der Lack ist ab. Jetzt freuen wir uns auf einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, nochmal eine meditative, kontemplative Erholung für unsere Ohren, weil wir jetzt richtige Musik hören von einer jungen Künstlerin. Sie kommt aus Ravensburg übrigens auch, Sendegebiet, und das Tolle ist, am 21.12. spielt sie in ihrer Geburtsstadt. Das ist ihr Album, es heißt Glück, und wir haben das große Selbige, das sie jetzt für uns live spielen wird zum Ende dieser Show. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, wir sehen uns nächste Woche wieder, dann ist Alexander Herrmann mein Gast, und sage jetzt schon einmal auf Wiederfernsehen. Und hier ist für Sie Lotte! Das ist ein sehr großer Knopf, den ich nicht sehe. Aber ihr seht den Knopf. Denn ihr habt sicherlich alle genug Drogen genommen, um Knöpfe zu sehen, die ich nicht sehe. Kein Knopf! Ihr so? Voll der Knopf! Und wenn euch dieser Knopf nicht genug ist, dann klickt doch hier!